Portugal kennenlernen, neue Leute treffen, Gottesdienste feiern und natürlich den Papst sehen. Das sind für Hunderttausende die Gründe, zum Weltjugendtag nach Lissabon zu reisen. Es ist ein großes, weltweites Kirchenevent. Noch bis Sonntag werden junge Katholikinnen und Katholiken in der portugiesischen Hauptstadt ihren Glauben feiern, aber wohl auch über schwierige Themen sprechen, wie die Missbrauchsskandale, das antiquierte Frauenbild in der katholischen Kirche und den Umgang mit Homosexualität. Auch deutsche Pilgergruppen haben sich auf den Weg nach Lissabon gemacht. Sie pilgern zum Papst. 2000 Kilometer Freiburg-Lissabon. Junge Menschen, die der derzeit eher mäßige Ruf der katholischen Kirche nicht abschreckt. Als die kleine deutsche Gruppe ankommt, ist Lissabon schon voll mit Jugendlichen aus aller Welt. Flaggenschwenkend strömen sie zur ersten Messe noch ohne Papst. Die Begegnung mit Franziskus nur ein Teil ihrer Mission. Ich glaube, dass neben diesen großen Veranstaltungen und dieser einen Person auch ganz viel im Kleinen geschieht. Beim gemeinsamen Feiern oder auch bei guten und tiefgehenden Gesprächen im Bus auf unserer Herfahrt. Also es ist nicht nur eine One-Man-Show. Mancher hier will aber nur eines, dem Papst so nah wie möglich sein. Das hier ist die Jugend für den Papst, brüllen sie. Er selbst appelliert überraschend eindringlich an Europas Politik, mehr Verantwortung für Frieden in der Welt zu übernehmen. Die Botschaft kommt bei den Freiburgern gut an. Rundgang durch Lissabon. 24 Stunden sind sie hier, wenig Schlaf, viel Begeisterung. Manches stimmt sie aber nachdenklich. Dass beim Eröffnungsgottesdienst weniger als eine Handvoll Frauen auf der Bühne waren und was gesagt haben, dass da vor allem Männer gesprochen haben. Und das ist natürlich sehr schade. Und gleichzeitig tut es aber auch gut, hier zu erleben, dass viele junge Menschen im Glauben stehen und unterwegs sind. Das ist in Deutschland nicht immer so leicht spürbar, wenn man da in die Kirchen schaut und da vor allem auch ältere Menschen anzutreffen sind. Auf ihrem Weg durch Lissabon sind die jungen Freiburger Papst Franziskus noch nicht begegnet. Heute Abend hält er die erste große Messe für die Jugend. Nachgefragt bei unserer Korrespondentin Christina Böker in Lissabon. Missbrauch in der katholischen Kirche, den gab es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Portugal. Gestern hat der Papst Opfer eines solchen Missbrauchs getroffen. Wie geht die Kirche mit diesen Missbrauchsfällen in Portugal um? Ja, der Papst hat gestern in einer Veranstaltung die portugiesischen Bischöfe eindringlich gemahnt, den Missbrauchsopfern besser zuzuhören. Und er hatte einen Grund dafür, denn es gab lange Zeit haben die portugiesischen Bischöfe das Thema eher runtergespielt. Und dann gab es im Februar dieses Jahres eine Studie, die hat ergeben, dass seit den 50er Jahren 4.800, womöglich mehr als 4.800 Kinder missbraucht wurden von Mitgliedern der katholischen Kirche, größtenteils Priestern. Und im Nachgang zu dieser Studie hat der Papst diese Mahnung gestern ausgesprochen. Und dann hat er am Abend auch 13 Missbrauchsopfer hier aus Portugal getroffen. Es sei eine ruhige Atmosphäre gewesen, eine Atmosphäre des intensiven Zuhörens, hat der Vatikan dann anschließend verlauten lassen. Dann schauen wir auf den Weltjugendtag und das Programm. Was steht da heute an? Der Papst war bis vor kurzem hier an der Universität. Wir stehen an der Seite am Rande der Universität. Dort hat der Papst in einem Hof gesprochen. Es gab eine kleine Zeremonie. Und jetzt vor ganz kurzem ist er hier hinter uns vorbeigefahren. Es haben viele Schaulustige gewartet und ihm zugejubelt, gerufen, es lebe der Papst. Die Menge verläuft sich jetzt hinter mir so gerade, aber es sind noch einige da, die hier mit ihren Fahnen abziehen und womöglich zum nächsten Termin weiterziehen. Jetzt geht er in eine Schule. Das heißt, heute Morgen hat er die ersten Begegnungen mit jungen Menschen. Das ist ja eigentlich die eigentliche Mission seines Besuchs hier in Portugal. Und es gibt am Abend dann das erste große Ereignis mit ihm, wo er mit den hunderttausenden Pilgern, die hier schon in der Stadt sind, zusammentreffen wird bei einer Zeremonie. Diese Zeremonie wird in einem großen Park in der Innenstadt von Lissabon stattfinden. Dort hat es vorgestern schon die Willkommensmesse für die Jugendlichen gegeben. Da waren mehr als 200.000 Jugendliche da mit einer sehr, sehr emotionalen Stimmung. Es wurde getanzt, gebetet, gesungen sehr viel. Ich denke, heute werden noch mal deutlich mehr da sein. Die Stimmung wird sicherlich noch ein bisschen emotionaler sein, weil alle auf den Papst warten. Wie stehen denn die Jugendlichen überhaupt zum Papst?
Naja, man kann davon ausgehen, wenn die Jugendlichen zum Weltjugendtag der katholischen Kirche pilgern, zum Teil tausende Kilometer Reisen auf sich nehmen, dann sind sie schon mal sehr eng mit der katholischen Kirche verbunden und damit auch mit dem Papst. Allerdings gibt es schon ein differenziertes Bild, wenn man sich so ein bisschen umhört auf der Straße. Wir haben eine mexikanische Gruppe getroffen. Die Lateinamerikaner sind ohnehin sehr, sehr begeistert und sehr emotional verbunden mit diesem Papst, der aus ihrer Heimat kommt. Die Mexikanerinnen haben uns gesagt, sie sehen das als eine Möglichkeit, sich spirituell mit dem Papst auch zu verbinden. Das ist für die zum Beispiel bedeutend. Dann habe ich eine Frau gesehen, die war nicht mehr ganz so jung, die hatte fast schon Tränen in den Augen und hat gesagt, sie will ihn einfach nur sprechen hören und ihn sehen aus der Nähe, soweit das eben geht. Und dann haben wir auch mit einer deutschen Gruppe gesprochen. Ein junger Mann hat gesagt, der Papst ist natürlich ein Highlight hier, aber wir sind auch hier, um die Begegnungen zu genießen mit anderen gleichgesinnten jungen Menschen. Ja, der Weltjugendtag ist ein riesiges Event in Lissabon. Wie reagieren denn die Menschen in Lissabon selbst auf diesen Besuch? So letztendlich, wie wir es hier gerade auch erlebt haben, sie jubeln ihm zu. Sie sind zu 70% ungefähr katholisch. Es ist ein sehr katholisches Land. Insofern gibt es auch innerhalb der Bevölkerung mit Sicherheit viele begeisterte Menschen. Es hat aber im Vorfeld durchaus auch Kritik gegeben an den hohen Kosten für dieses Event. Weltjugendtag zum Beispiel sollte zunächst der Altar für den Abschlussgottesdienst 5 Millionen € kosten. Da hat sich sehr viel Kritik dran entzündet. Und so gibt es bis heute auch weiter Kritik an den hohen Kosten. Es ist ja ein Land, in dem es zum Beispiel eine große Wohnungsnot gibt. Es gehen viele, viele Lehrer regelmäßig auf die Straße, Ärzte, die dagegen protestieren, dass sie hier sehr geringe Gehälter nur beziehen. Diese Gruppen nutzen auch das Forum der Weltöffentlichkeit, diese vielen Medien, die jetzt in der Stadt sind, um zu demonstrieren. Aber sie sagen auch ausdrücklich, sie demonstrieren für ihre eigene Sache und nicht gegen die Veranstaltung. Der Weltjugendtag ist ja noch nicht vorbei, er geht weiter die nächsten Tage. Ist das mehr Festival oder mehr Gebet? Was ist da auf dem Programm noch? Mein Eindruck ist, es ist schon sehr viel Festival, es ist sehr viel Stimmung in der Stadt. Die Jugendlichen tanzen bis tief in die Nacht hier. Aber wenn man mit ihnen spricht, geht es auch wirklich immer um die spirituelle Seite und um die Gemeinsamkeit und um ein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es eine Mischung von beidem ist. Informationen und Einordnungen von Christina Böker in Lissabon. Vielen Dank.